Warum? Ach so, weil ich den Tinkers. Na, das ist ein Feature von den Tinkers Constructing, das ich absolut nicht mag. So, Doom. Warum kann ich nicht auf euch zugreifen? Ach so, weil ihr gar keinen. Ah, Mist, es ist hier nicht hinten. Es ist rechts, ja, aber es ist trotzdem okay. Rechts ist Export. Und da sind Importbusse dran. Und die Importbusse sind alle mit dem Mesystem verbunden. Gibt's jetzt kein Kobbel mehr? Oh, wir haben kein Kobbel mehr, okay. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein paar von euch wieder schreien vor dem Monitor sitzen, weil sie den Fehler gesehen haben, aber ich sehe ihn noch nicht. Er hat hier einen Ausgang und hier ist ein Importer. Ich hau dich mal kurz weg. So, setz dich wieder ran. 33. 34. Oh, habe ich da was gekappt gehabt? Läuft, läuft. Läuft. Nö. Ist alles verbunden. Ist das ME-System voll? Nö. Oh. Doch, fast. Nimm mal Schalter raus, bitte. Und ein Redstone-Fackel und ein Fans und anderes unnötiges Zeug einfach raus auf den Boden schmeißen. So, klappst du jetzt? Du bist leer, du bist leer, du bist leer. Ja. So ein einfaches Problem. Es lag einfach nur daran, dass nicht genug Chips da waren. Das müssen wir beheben. Also erstmal kommt Zeug, das wir nicht brauchen. Wir können es nicht rein. So schnell ist das Unterbewusst schon wieder verdrängt. Ich habe jetzt extra Zeug aus dem ME-System geholt und 10 Sekunden später wundere ich mich, warum kann ich jetzt einfach nicht mein ganzes Zeug da reinsortieren? Wir müssen noch das Inventar aufräumen. Sehr schön. Okay, ich hätte gerne Storage. Da. Ich hätte gerne einen 4K-Chip. Geht nicht, weil wir keinen davon haben. Geht nicht, weil wir gar keinen von den ganz kleinen haben. 1, 2, 3. Rein da. Geht nicht, weil wir ja keinen Platz haben. Okay, du weg. Storage Segment. So. Weg. 4K-Chip. 4K-Chip. Weg. Bitteschön, 4K-Chip. So, jetzt können wir wieder alles zumüllen. Kurzfristig. Damit wir in 5 Folgen das gleiche Problem nochmal haben. Gravel rein, das rein, das rein, das rein. So. Also, das heißt, die ganze Reihe jetzt produziert für uns nicht mehr Gravel, sondern nur noch Dust. Das heißt, wir müssen das Ding jetzt auch nochmal umstellen, dass es auch noch Dust exportiert. Momentan ist noch ganz viel Gravel drin. Und dann haben wir genug Redstone für die ganzen anderen Sachen. Und boah, es ist so viel zu tun. Das da. Oh, wie viel Clay haben wir inzwischen? Noch gar nicht so viel. Okay, das ist ja gut. Dust, du, Export bitte. Dust. Nimm einen raus. Zack. Okay. Das hätten wir auch geregelt. Also, wir kriegen wieder Dust, wir kriegen wieder Redstone, wir kriegen dafür jetzt keine Diamanten und keine Emeralds. Und wir kriegen bei weitem nicht so viel, wie wir normalerweise bekommen würden, weil diese Reihe hier schafft es nicht genug, das zu produzieren, damit die ganzen Rüttler alle ausgereizt sind. Deswegen. Also jetzt schaffen sie es gerade, weil das hier noch vollgestopft ist, aber sie werden es später nicht schaffen, hinterherzukommen. Deswegen brauchen wir jetzt die zweite Reihe. Die. Ja. 4 Stück mal 80 waren 360. 40, 80, 120. Die Maschinen brauchen wir fast nie. Könnten wir einfach hier neben klatschen. Wobei das ein bisschen unordentlich wäre. Andere Seite? Ne, da sollen die Rüttler hin.
machen wir es einfach hier hin. So, deine linke Seite ist ein Output. Oben ist ein Input, rechts ist aus. Rechts daneben. Du hast rechts ein Input. Hinten ein Ausgang. Rest aus. So, Plan ist, hier kommt oben Exporter rein. Der schmeißt Cobble rein. Cobble wird zu Gravel. Gravel wird nach links verschoben. Der macht aus dem Gravel Sand und schubst es hinten raus. So bekommen wir unseren Sand. Und dann brauchen wir gleich noch einen Pulverizer, der nur dafür da ist, aus Cobble Gravel zu machen. Und dann müssen wir gucken, ob sich das aufgeht. Weil theoretisch könnte der Sand, der hier produziert werden, ja auch da reingestopft werden. Aber ich hoffe einfach mal, dass wir dann genug Überschuss haben. Oh, warte. Oder wir sparen Ressourcen und bauen die Dinger da ab. Du exportier bitte nach, wo bist du? Nach hinten. Nach hinten. Dafür müssen wir die Dinger wieder drehen. Du wirst gedreht. Warum sehe ich da nichts? Du dreh dich. Du kannst dich nicht drehen. Willst du mich veräppeln? Komm her. So nicht, mein Junge. Du hast rechts einen Input. Da ein Output. Rechts ist Wayne. Und du... Lässt du dich drehen? Sonst hau ich dich kaputt. Okay. So, du hast... rechts einen Input. Hinten den einzigen Output für dieses System. So. Das heißt, die ganzen Exporter da oben sind sinnlos. Braucht nur einen einzigen Exporter für Cobble. Trotzdem müssen wir das ganze System verbinden. Bist du verbunden? Ja. Wir brauchen hier ebenfalls keinen Importer. Wir brauchen da keinen Importer. Wir brauchen nur einen Importer da ganz hinten. Klick. Das heißt, du... Komm mal raus da. Du machst Gravel. Gravel kommt hier an. Gravel wird hier zu Dust. Dust kommt hier hinten an. Wird zu Sand. Sand kommt hier hinten an, wird hier zu Dust. Dust wird eingesaugt und da reingeschmissen. Sehr gut. Das heißt, das ist jetzt wirklich nur... Du gehst mal weg. Cobble zu Dust. Drei Maschinen. Also die drei Maschinen machen Cobble zu Dust. So, die zwei Maschinen. Cobble zu Sand. Zwei Maschinen. Und hier ganz hinten hin kommen Cobble zu Gravel. Eine Maschine. Okay. Das heißt, wir brauchen... Klick. Da ein Importer. So. Und obendrauf, ich mach mal hier so eine behilfsmäßige Dings. Obendrauf ein Exporter. Hier. Und ein Anschluss ans System. Da. Für Cobble. Also, du bekommst Cobble. Farbe, das ist gerade nicht, weil du keinen Strom hast, aber das können wir schnell ändern, sobald wir die Conduits daran setzen, die wir aber nicht mehr im Inventar haben. Warum auch immer. Conduit. Da. Klick. Du machst Gravel, schiebst es nach links. Du bekommst es. Jo, machst Sand raus. Okay, so bekommen wir unseren Sand. Das heißt, wir bauen gleich noch einen Rüttler für Sand, noch einen Rüttler für das. Und dann hoffen wir mal, dass es soweit reicht. Vor allem mit dem Strom, aber das müsste eigentlich hinhauen. Okay, das wird alles. Und eigentlich wollte ich den Hochofen bauen, aber das müssen wir woanders machen.
Was ist mit der Fläche hier hinten? Wofür wird die zurzeit genutzt? Für gar nichts. Wo hatte ich schon irgendwas verplant? Also da hinten sollte Strom hin. Hier ist das im E-System. Dann können wir doch hier den Ofen bauen, oder? Da ist die Wand. Ein Abstandplatz. Hier. Da kommt ein Ofen hin. Wir werden mehrere brauchen. Oh, warte mal. Habe ich Fackeln dabei? Ja, da. Da, 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 da. Ja, da ist die Mitte von dem Hochofen. Das geht sich genau auf. Okay. Dann da, 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 da. Hier ist die nächste Mitte von noch einem Hochofen. Und da irgendwo noch eine. Da, 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 da. Nee. Hier. So. Hochofen, Hochofen, Hochofen. Da kann auch ein Hochofen hin. Und ich bin am Verhungern. So. Also 1, 2, 3, 4, 5. Hier müssen wir freilassen für noch einen Weg. Und da könnten 6 dahin. Also hier könnten wir 6 Hochöfen hinbappen. Das reicht für die wichtigsten Sachen, denke ich mal. Also Eisen, Kupfer, Tin, Gold, Silber, was auch immer. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir brauchen nur viel mehr von den Dingern da. Und dafür brauchen wir mehr Clay. 108 Clay, das sieht doch gut aus. Wo ist meine tolle neue Maschine? Die war hinten beim Bett, ne? Jo. Tolle neue Maschine, die noch nicht angeschlossen ist. Hier kriegst du Clay. Das hätte ich ganz gerne. Und das schmeiße ich oben in die Dings. Da. Bitteschön. Bitteschön. Was wollte ich jetzt noch? Genau, ich wollte noch bauen. Ein Scorch Drain. Da kommt was rein? Nix. Da kommt raus. Das fertige Metall. Da brauchen wir also pro Dingens nur ein. Dann hatten wir noch irgend so ein Input-Ding. Genau, Scorch Duct. Item Input Output for High Oven. Okay, also da pumpen wir dann die Metalle rein. Okay. Sonst, es gab noch diesen Tank, aber ich weiß nicht genau, wofür der da ist. Sagt das Buch dazu irgendwas? Deep Tanks, ganz hinten. So sieht das Ganze fertig später aus. Es braucht noch Schalter. Und man sollte es nicht höher bauen als 8 Blöcke. Es macht nämlich nichts ab 8 Blöcken. Drains anywhere. Lever. Gut. Und kann nur mit Charcoal befüllt werden. Ja, okay. Das heißt, wir brauchen auch noch eine Befüllung für Charcoal. Also brauchen wir eventuell doch mehr von diesen Reinpump-Dingern. Ach du Kacke. Oxidizers, Gunpowder. Das ist jetzt für Stahlproduktion. Das brauche ich erstmal gar nicht. Was? Wir können Netherquarz herstellen. Wir können Scorched Brick herstellen direkt. Ja, das ist praktisch. Das heißt, sobald wir erstmal einen von den Hochöfen haben, ist die Produktion wesentlich schneller von weiteren Hochöfen. Und der Deep Tank. Ja. Aber hier war hinten noch eine Anleitung. Wow. Deep Tanks are a handy way of storing large amounts of molten metals. Das will ich gar nicht. Okay, also wir bauen jetzt in den nächsten Folgen einen Hochofen. Mit dem Hochofen bauen wir mehr Hochöfen und wir bauen die Pulverizer-Geschichte zu Ende. Das klingt gut. Also bis gleich.